Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Der Tyron ist wieder mit dabei. Hallo Leute. Ja, und ich habe euch ja schon mal vor einiger Zeit diese Yo-Kai Watch vorgestellt. Und natürlich, um noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, kommen natürlich weitere Versionen. Hallo. Diesmal haben wir was weiteres. Das ist die DX Yo-Kai Watch Prototype. You. Eine Anspielung auf die Wii U etwa? Nein. Na, Nintendo passt doch. Also, nachdem den Eltern bereits das Geld aus der Tasche gezogen wurde, mit der ersten kam jetzt die zweite Version. Nichts erwähnt, es gibt noch eine dritte Version. Nein, das ist die dritte. Dann gibt es eine vierte Version? Ja, also meine ist die allererste Yo-Kai Watch. Ja. Dann gibt es die Zero Shikishi, das ist ja die Vorentwicklung von der ersten. Dann gab es die Prototype U, die du jetzt hast. Und dann gibt es die Dream Yo-Kai. Und dann gibt es die Dream Yo-Kai. Also, nachdem nicht nur einmal, zweimal, dreimal, nee. Es gibt, wie gesagt, dreimal wurde den Eltern schon das Geld aus der Tasche gezogen. So, und das hier ist die dritte Version. Nein, Leute, es gibt auch noch eine vierte Version. Ja, das. Und das innerhalb kürzester Zeit. Ich meine, so alt ist Yo-Kai Watch noch gar nicht, aber gut. Heute stelle ich euch hier die schöne Version hier, die Type U. Ist meine übrigens, nur als Information. Ist seine, genau. Hier, der Tyron hat auch schon eine Review darüber gemacht. Die wird vermutlich sehr viel ernster als meine. Und ja, hier hinten haben wir auch drauf abgebildet. Was steht denn hinten überhaupt so drauf? Jetzt haben wir sogar noch eine Yo-Kai Boy Group. Nämlich die Yo-Kai Dojo Boys. Und hinten ist sogar noch Werbung für die, das ist eine Internetseite, die nennen sie die B-Boys. B-Boys. Ja, auf die Seite musst du gehen, wenn du die Yo-Kai Watch updaten willst. Gut, also wir haben ja eine Yo-Kai Watch Boy Group. Hier sehen wir die wunderbaren Mitglieder auch nochmal. Na gut. Und was haben wir sonst noch? Natürlich die ganzen Effekte mit vielen schönen Soundwörtern, auch in unseren Buchstaben gehalten, wie Gassian und Powerwan haben wir hier alles drauf, damit das so klein noch mehr richtig schön ins Auge sticht und das Kind noch extra mehr an der Kasse quart. Will haben. So, aber ich glaube mal, mehr Interessantes steht hier nicht drauf. Natürlich, man steckt sich die Münze nicht im Mund und frisst sie nicht. Das Ding passt, glaube ich, in keinen Mund. Ich kenne jetzt keinen, der sich die Yo-Kai Watch direkt ins Maul schiebt. Und ich denke mal, die Medaillen schmecken auch nicht. Übrigens, hier haben wir auch noch ein Mädchen abgebildet, die hat auch die Uhr. Ist in der Gitrache eine Mädchenversion mit davon? Nein, das ist eine Amerikanerin, die hat diese Prototype U-Watch entwickelt. Okay. Also die hat die entwickelt, diese Prototype Yo-Kai Watch aus Amerika. Und die deswegen hier. Hat sie auch diesen Hasen da. Also er hat jetzt die Banyan, ja. Und sie hat oben diesen Usyapion. Ah, den Usyapion, gut. Deswegen, der ist auch ein Hase, weil, weißt du, die Japaner sagen doch der Hase auf dem Mond. Mhm. Aber wenn das trotzdem amerikanisch ist, ist das ein Astronaut. Gut, genau, und hier sind dann wie zum Glück wieder unsere bekannten Charaktere, wie Shibanyan, der Typ, der von dem ich den Namen vergessen habe, und Whisper. Ja, okay, ich würde sagen, nun fangen wir aber damit auch mal an. Die Verpackung haben wir uns jetzt lange genug angeschaut. Sicherlich wollte ich auch wissen, was das schöne Ding denn jetzt so kann. Der Typ heißt im Deutschen Ethan, das weiß ich noch. Genau. Okay, dann haben wir das Ding hier draußen und... Oh, sogar aus Gummi das Band, hätte ich gar nicht gedacht. So sieht das Ding dann ohne Verpackung aus. Mit irgendwelchen komischen, kryptischen Zeichen hier drauf, um damit es noch kryptischer wirkt. Und die Kit-Version, du kannst ja das hier ja abmachen. Das hier. Ah ja, da weiß ich. Aber da gibt es ja dann, und solche, was ich mir bestellt habe, da ist dann das Zeichen für König drauf hier, O. Okay. Weil du ja es gibt halt so verschiedene Varianten davon, aber egal. Und ja, wie dazu sieht das Ganze auch nochmal so aus. Sieht ähnlich aus wie die andere, ist halt nur in blau gehalten. So, dann schalten wir das Ding mal an. Das ist so ein schöner Farbstift. Genau, dann machen wir nochmal, damit ihr den noch seht. Ja, leuchtet und blinkt schon mal schön. So, jetzt ist es an. Jetzt suchen wir doch erstmal so ein Yo-Kai. Ich glaube, das. Genau, das können wir hiermit. Genau die gleiche Funktion wie beim. Und hier müssen wir nämlich sagen, es ist ja die Weiterentwicklung. Deswegen musst du keine Teil hochklappen, wo du durchgucken musst, damit du ihn siehst, sondern das funktioniert direkt. Genau, also hat man sich ein bisschen Arbeit gespart für die Tollversion, denn sonst hätte man ja noch einen Teil anbauen müssen, was man hochklappen kann. Da ist viel mehr Arbeit drin. Du hast da einmal, da ist da 10 verschiedene LEDs drin. Die erste Yo-Kai Watch hat überhaupt keine LEDs, bis auf das Licht, was vorne rauskommt. Ja. Und du hast natürlich, was am wichtigsten ist, ist der USD-Slot. Ja, dann hätte man aber auch noch das Hochklappteil dran machen können. Nein, also, das würde auch scheiße aussehen dann. Hätte man sicherlich irgendwas machen können. Auf jeden Fall so, hier nochmal, so, hier suchen wir ein paar Yo-Kai. Gibt's nicht, denn die sind hier schon alle in diesem, muss man dazu kaufen, liegt nicht dabei. Das ist aber die deutsche Variante. Das ist jetzt die deutsche Variante, genau. Wir haben hier also
Übrigens, hier hinten war auch ein Bild von der japanischen Variante des Albums. Die japanische Variante des Albums ist aus Metall. Okay, gut. Und hier noch eine für Werbung für das 3DS-Spiel. Das ist aber allerdings hier Yo-Kai Watch Busters. Und dann noch irgendwas anderes. Gut, dann haben wir hier dieses schöne Album. Und das ist tatsächlich sehr schön gemacht. Das kann ich nicht anders sagen. Und ja, da kann man so aufklappen. Meine Güte, das ist ein verdammter Ordner. Und dann ist hier Platz für die ganzen Münzen. Halten die gut in dem Plastik? Ja, die halten sehr gut. Gut, so, die Münzen werden euch alle bei seinem Video gezeigt. Die zeige ich jetzt sicherlich nicht alle. So als kurze Übersicht. Und dann gibt es da noch extra Platz. Eigentlich kommen da die Legend Medals rein, diese goldenen. Aber ich habe keine, deswegen habe ich die Music Medals. Und dann haben wir hier noch schön aus dicker Pappe. Hier, da sind dann so besondere Medaillen drin. Ja, das sind diese Music Medals, die hat er da reingetan. Eine gehören dann, wie gesagt, irgendwelche komischen anderen Yokai rein. Die Legendaries, zum Beispiel wie Edison. Ja. Gut, das Yokai-Prinzip haben wir sowieso nach Teil 1 über Bord geworfen. Wieso? In Teil 2 doch, spielt es auch noch in Amerika, in Japan. Ja, und nur weil es in Japan spielt, heißt ja nicht, dass da Yokai drin vorkommt. Da gab es aber diese klassischen Yokais mit diesen dicken Rot, die waren so rot, die waren undurchsichtig rot. Und da waren die Zeichnungen sahen noch älter aus. Da gab es auch diesen Regenschirm zum Beispiel, der lebte. Ja gut, das erwartet, hätte ich ja nicht bei Yokai Watch 1 erwartet. Aber gut, wir wollen uns ja hier jetzt nicht über die Serie beschweren. Wir wollen hier ja dieses wunderbare Toy vorstellen. Gib mir doch einfach den Ordner, dann kann ich dir die Münze reichen. Ja, dann nimm du mal den Ordner, stimmt das. Das ganz gut. Dann kann ich dir nämlich dann... Nein, dann nehmen wir als erstes... Wir probieren mal ein paar Münzen aus. Diesmal haben wir auch mehr Sounds. Also als erstes haben wir... Ich zeige das hier, bitte. Also das ist... Das hier ist der Weihnachtsmann. Ja, Leute, ich weiß, ich zerstöre jetzt den Traum vieler kleiner Kinder. Allerdings, der Weihnachtsmann ist ein Yokai. Versteht ihr das? Ja, das ist... Ja gut, hier so noch einmal. Lieber wegschalten, kleine Kinder hier. Also, wo du reinlegst, das ist jetzt... Diese Klasse ist jetzt Bukimi. Als Anfang werden wir hören Ladies and Gentlemen, dann wird die Klasse gesagt und dann kommt... Du weißt schon, dass vielleicht ein paar Zuschauer jetzt weinen, weil sie wissen, dass der Weihnachtsmann den Kamm ist in der Medaille gefangen, ist auch noch ein Yokai und kann... Ja, also Leute, dieses Weihnachten keine Geschenke. Na gut, auf jeden Fall, da das Bukimi ist, wird die Farbe oben jetzt lila. Okay, gut, dann schieben wir den mal rein. Wenn du nochmal drückst, dann sagt er seinen Namen nochmal. Chodai Santa. Gut, man hat nicht mal Weihnachtsmusik eingespielt. Ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Weil er nicht der Weihnachtsmann ist. Chodai Santa, der sieht so aus wie der Weihnachtsmann. Ja, aber nee, der hat tatsächlich in der Serie gerade einen anderen Grund. Der, dass er einfach ein Geist, der so eine Puppe wieder, der sich in so einen Weihnachtsmann manifestiert hat. Gut, also ist der Weihnachtsmann Ende. So dann schauen wir hier noch. Als nächstes nehmen wir für dich hier so eine amerikanische Melle. Genau, davon hast du zwei, oder? Ja, das ist ja Popcorn. Das ist das Maiskolbenmonster, ja. Nein, wir sind hier nicht bei Power Ranger oder bei einer anderen Toku-Serie. Nee, das hier sind... Du sollst noch sagen, das ist jetzt Fushigi und das ist dann jetzt gelb. Gelb, gut, dann schauen wir mal, was Popcorn uns für schöne Sounds beschert. Oh meine Güte, was? Das ist der besondere, das ist ein besonderer Yokai, die haben am Ende noch einen Satz. Pintoko, ja genau, hört sich irgendwie sehr, sehr komisch an. So, jetzt will ich die Münze mal definieren. Ja, aber es ist aber Fushigi, die hatten wir nicht, das hatten wir schon. Also, na gut, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, dann machen wir das ja, mal. Ja gut, der heißt, keine Ahnung wie der heißt Hu oder so. Den Namen müsstest du vielleicht sogar lesen können. Der steht ja, im Gegensatz zu den deutschen Varianten, steht der Name in der Ecke. Fuwako, keine Ahnung, der ist so kryptisch, habe ich schon wieder zermalt. Also irgendwann mit Fu, Wa und das andere, da sieht er ja aus wie eine 8, aber könnte ein Ko sein. Gut, also zeige ich euch immer die Münze. Das war ein Glitzer, ne? Ja, glitzert sogar, ja, auch die gibt es. Die hast du in so einem Display gekauft. Ein ganzes Display haben wir gekauft. Und das die doppelten, ja. Genau. Das könnte natürlich auch ein U sein. Die Kuh, so? Keine Ahnung, was er...
Gut, das haben wir alle. Als nächstes haben wir hier den Hasen, weil der ist nämlich Usunakage. Achso, ja, gut, okay. Also, ah ja, aber schön gut USA draufgeschrieben. Ja, es ist doch von der Amerikanerin, deren Yokai. Ja, gut, gut, interessant. Also, aber wie hältst du das Prinzip, dass es jetzt das amerikanische Yokais gibt? Das ist Quatsch. Da hätte wenigstens amerikanische Samenschale genommen. Und sicherlich hat auch Amerika irgendwelche Fabelwesen zu bieten. Hat ja Deutschland auch oder Frankreich, Italien etc. Jedes Land hat ja seine Fabelwesen. Und das wäre natürlich interessant, allerdings wenn es... Wenn Maiskolben und Pommes und was mir nicht ersetzt und ein Astronautenhasen. Ja, gut. Gut, also schauen wir uns den schönen Sound an. Ja, der wird jetzt blau. Ja, dann auch noch. Herr Gott, eine schreckliche Stimme. Genauso wie Maiskolbenvieh. Usapian hört ja, sich. Ja, Usapian. So, als nächstes, damit wir mal ein bisschen variieren. Das ist jetzt, was wir jetzt haben, ist eine Buster Metal. Das sind diese schwarzen hier. Da kommst du, gehst du da wieder rein. So, und die haben noch am Ende, dass sie noch am Ende, weil diese Busters, das spielt ja die Yokai selbst. Und ja, die sind halt schwarz und die gibt's ja so Kategorien, da gibt's Attacke, Tank und sowas und das ist ein Heiler. Denn der wird, nachdem er seinen Namen sagt, sagt die Uhr nochmal seine Klasse nämlich, weil das eine Buster Metal ist. Die sehen auch vom Design her anders aus. Das schon mal, sieht man schon, sind aber auch ganz nett. Und dann stecken wir den hier mal rein. Das ist übrigens eine Art Motte. Das war zu langsam, David. Gut, der Junge. Also müssen wir ihn mit voller Kraft reinhauen. Oh meine Güte. Also die Stimmen sind allesamt nicht schimmerig zu platzen. Nein, wir müssen die nächste, Klasse ja nehmen. Puka Puka hatten wir ja schon. So, also das wäre jetzt hier, das ist alles pretty. Also eigentlich müsstest du für Fanservice den Chibanya nehmen. Nee, ich nehme die fette Katze hier, die sieht nämlich besser aus. Das ist eine dicke Version von Komasan. Der glitzert auch. Der glitzert auch, ja. Chibanya gibt's heute nicht. Heute gibt's Komasan. Der ist aber hier. Ich habe auch ja, einen. Genau, du hast auch mehrere. Die gibt es in mehrere Ausführungen. Ja, ich habe einmal diesen Vogel-Chibanya, den bösen Chibanya. Den Karma-Chibanyan, den müssen wir machen. Robo-Chibanyan, Gold-Robo-Chibanyan. Also was ist das? Ist das Algenmann? Ja, das ist Algenmann. Der kommt da. Nein, das ist eine deutsche Metal, das geht nicht. Ach, stimmt, ja, okay, gut. Das also, können wir gleich erwähnen, mal, warum das nicht geht. Also Algenmann geht nicht, das kommen wir gleich. Erstmal hören wir uns jetzt hier Fettsackkatze an. Das ist pretty übrigens. Ist einer meiner Lieblingssounds jetzt. Der ist schon richtig deprimiert. Na, das Ding ist, der ist so dick. Guck mal, der kann sogar seinen Namen lesen. Ja, und deshalb ist er deprimiert, denke ich mal. So, und das hier, da kannst du mal zeigen, das ist eine deutsche Metal. Die Yokai Watch gibt es auch bei uns zu kaufen. Das ist hier Algen. Ach nee, hier Namen steht ja gar nicht drauf. Nein, ja, den Deutschen, da stehen irgendwelche kryptischen Zeichen drauf. Da stehen die Namen nicht drauf. Ja, da nehmen wir jetzt mal Algenmann, ja, und der passt hier nicht rein. Nee, passt nicht. Kann ich daran, sagen wir nicht immer mehr. Weil, ja. Seht ihr, da hieß geriffelt hier bei der Deutschen so weiter außen und ja. Kannst du dir erklären, warum die das gemacht haben? Weil wir wissen ja durch mein Experiment, wenn ich da die Hälfte abschneide, die übersteht, kann er die lesen. Ich denke mal, weil die Leute nicht vermuten, dass man das in Hälfte schneidet. Nein, aber ich habe mal mit dem guten Dr. Faust geredet, der meint, das ist Geldmacherei, damit ihr die nicht aus Japan bekommt. Ja, natürlich. Das ist das Einleuchtendste, ja, und wie gesagt, also, aber auch hier gilt, auch die nicht in den Mund stecken, Leute. Also, ich erwähne das lieber, sonst, ja, was haben wir, warte, ich schau mir hier nochmal an. Also, das ist Pritchy aber jetzt alles auf der Seite. Gut, aber dann können wir... hier ist auch der Affenschieber hier. Nee, den Affen kann ich nicht leiden. Also, ja, lernen wir weiter. Hier ist... Da kommt ein Kamen, Leute. Erstmal mit Kokettes.
Wir machen ja sicherlich nicht vier Münzen von einem. Nein, eine von denen. Das also, ist Kroketts. Okay. Da müsst ihr ist eigentlich Spanier nehmen. Nee, nee, wir nehmen den hier. Gut. Das ist jetzt cool, das ist jetzt Kroketts und das wird so orange. Und das ist auch wieder eine Bastard-Medal. Ja, da ist ja irgendein Typ mit einem Schwert drauf, der irgendwie angreift und sich gerade richtig cool fühlt. Okay. Also, hauen wir das Ding rein. Jetzt kommen die Kamera, das Soundeffekte. Ja, ist Buster Metal. Deswegen. Also, was wir noch erwähnen sollten, die ist halt, was besonders an der Uhr ist ja, dass die auch abwärtskompatibel ist. Wir haben ja auch vorhin eine graue reingemacht. Weil zum Beispiel, die kennen ja noch Leute aus deiner alten Review hier zum Beispiel. Mach die hier rein, dann machen wir die dann nochmal rein. Weil die funktioniert da drin auch. Also, die kennt ihr ja schon, darüber haben wir uns ja schon letztes Mal unterhalten und ja. Ist ja mein Lieblingsmodus. Hat auch bis jetzt den besten Sound. Jetzt sind alle auf jeden Fall drin. So, ey, das ist jetzt Isamashi, rot. Was ist jetzt der Kahn-Rider? Genau, ja, ein schöner Kahn-Rider. Den gibt es natürlich auch. Ich bin mal gespannt, wann das Sentai-Team kommt. Als gibt es schon. Okay, gut. Das sind Shibanyan, das ist Rub, also die sind auch Diamanten. Es gibt dann Rubinian, Smaragdian und so. Nicht nur, dass das Ding eine eigene Sentai-Team hat, das Ding hat eine eigene Boy-Group. Da hinten auch noch drauf. Also, ja, gut. Also schieben wir jetzt die. Kleiner Fun-Fact an Rande: Der Typ, der den gesprochen hat, ist zum Beispiel Eren Jäger aus Attack on Titan oder. Der Typ aus Axel World und so, das ist der Typ, der Kuro nun ganz so sprechen wird. Ja. Hast du gerade gehört? So, und ich glaube, das ist. Ja, alle, Attack on Titan und. Das ist alles eh nur. Warte, wir können uns nochmal anschauen, was vielleicht gibt es noch eine Nette, die man zeigen kann. Weil das ist alles Isamashi jetzt nur noch. Das ist die Weiterbildung von einem anderen Viech, könnte sein. Also. Nee, aber die sehen noch an. Nee. Gut, und jetzt kommen wir noch zu den letzten drei. Das sind das ganz Besonderes. Dafür musste ich die Uhr halt zum allerersten Mal updaten. Das sind Music Medals. Genau, denn da habe ich hier noch gar nicht gezeigt. Das zeigen wir, bevor es jetzt zu den letzten Münzen geht. Nee, das Ding hier hat auch noch so einen USB-Slot. Da steckt man in so eine USB-Karte rein. SD-Karte meine ich. Dann geht man auf die Yokai Watch. SD-Karte, dann geht man auf die Yokai Watch hinten an Seite und dann. Kann man sich ja. Ein ja, Update runterladen. War eine SD-Karte eigentlich dabei? Nee. Ja, hier steckt man die rein. Ich glaube, ihr wisst, wie das geht, hoffentlich. Weil ich das aber erst weiß, das kam sie ja bestimmt aus dem Grund gemacht. Die Uhr gibt es ja schon seit Staffel 2 der Anime-Serie, aber im Spiel kommt die jetzt erst vor. Wo jetzt Yokai Watch 3 erst rausgekommen ist. Ja. Weil die dann sich, oh scheiße, das muss ja für Zukunft auch gehen. So, und dann haben wir hier diese Musikmedaille, hier mit der Fledermaus, die ist an einen Hikikomori angelehnt. Ich weiß ja nicht, warum Hikikomori plötzlich ein Yokai ist. Da steht sogar der Name, steht sogar drauf da vorne. Ja, die kann man nicht lesen. Ichiko, ja, genau, ja. Ich weiß noch nicht, warum, aber bei Yokai Watch hinterfragen wir nichts mehr, seitdem die Yokais nichts mehr mit Yokais zu tun haben. Und das war schon recht schnell der Fall. Also, keiner mit und dann haben wir jetzt ein schönes Lied. Erst kommt eine Erklärung und dann das Lied. Das sind auch immer die Synchronsprecher, die das Lied dann auch singen. Ich mach's nochmal. Hikikomori. Ja, wie gesagt, das soll jetzt was Gutes sein, das mit Hikikomoris, das ist, ja. Nein, aber das sind dieselben, ich habe mich voll über den gefreut. Aber. Gut, dann gib mal die nächste. Das ist Mitsukapi Tai, die Rapper-Kappa. Also, das sind die Rivalen der Yokai Boy Group. Naja, also hier da sind die wohl vermutlich die Rivalen. Ich war ja gut, also auch das gibt es. Also nicht nur ein Shonen, auch noch Musik hier, alles.
Pokémon verschwinden mit Yo-Kai Watch. Buster, wo sie sich gegenseitig die Köpfe einhauen. Okay, an damit. Das war doch mal geiler Rap. Yo. Ja, wir sind jetzt die Rivalen, auch die gibt's, die versuchen zu rappen. Wer die Yo-Kai? Halt, ich bin noch nicht fertig. Das ist jetzt das Wichtigste überhaupt. Mein Favorit, das ist die. Ich habe mich so gefreut, als ich die gezogen habe. Sei vorsichtig damit. Viel wichtiger ist nämlich, ob die Yo-Kai Boy Group eine Chance gegen die rappenden Kappas hat. Nein, jetzt kommen aber die Nyan All-Stars. Ja, die hat also der ist nicht nur in der Boygroup, der hat auch noch eine andere Gruppe, die Nyan Nyan All-Stars nennen die sich. Also ist aber die Musikbattle hier schlechthin. Wer wird am Ende gewinnen? Wie viele gibt es von den Musikmünzen? So 20, 30 Stück. Die sind nämlich alle immer an echte Sachen angelehnt. Weil es gibt auch hier eine, da ist dieses von den Beatles, diese, wo sie über die Straße gehen und so. Das ist alles. Die kann ich dir auf der Internetseite sogar zeigen. Die haben Fake-CDs-Cover dafür angefertigt. Und wie gesagt, also hier, heute haben wir hier noch Kampf der Musikgruppen, wie Kampf der Bands. Wie gesagt, hier Shibanyan betrügt jetzt seine Boygroup, indem er zu Nyan Nyan All-Stars gegangen ist. Wie eine dramatische Wendung. Hätte ihn nochmal in Yo-Kai Watch eingebaut, wäre die Serie vermutlich sogar gut. Ey, aber das Besondere ist jetzt sehen wir Shibanyan, Bushinyan und Robonyan. Das ist geil. Ja, also wie ihr seht schon, hier richtig die Nyan Group. Ja, wird sich die Boy Group auflösen? Das ist die viel bessere Frage. Ohne Shibanyan. Nein, die gibt's immer noch, die Metal. Ja, die Metal noch, aber wir wissen ja nicht, also mal schauen, wie. Egal. Ja, das waren jetzt die All-Stars der Katzengruppe. Ja, und ich glaube, dann wären wir auch durch mit den Wir haben noch viel mehr, die wir euch zeigen könnten, aber wir wollen es ja nicht gleich überall. Nee, die könnt ihr alle bei Ihnen sehen. Du hast hier, glaube ich, alle einmal reingetan, oder? Ja, ja. Gut, also da. Ja, so, jetzt kommen wir aber noch zum abschließenden Fazit. So viele Witze ich auch darüber gemacht habe, ist schon ein nettes Teil, muss ich zugeben. Also es ist ein Weißkreuz kein schlechtes Teil. Es kann viel, hat einige nette Sounds dabei. Ist eine gute Weiterentwicklung zur ersten. Ist eine gute Weiterentwicklung, auf jeden Fall. Noch kann man sich schon, ist auch, hat eine gute Größe. Passt ja auch in unserem Handgelenk. Ja, klar. Okay, gut. So, Arme etwas höher, ja. Seht ihr, kann man sich sogar umlegen. Und ne, also bei allen Witzen, die ich hier gerissen habe, ist ein gutes Teil, muss ich sagen. Für Fans auf jeden Fall lohnenswert, sollte man als Fan besitzen. Und ich denke mal, auch wenn man Toys sammelt, es kann halt viel, muss man sagen. Haben wir ein gutes Beispiel, du bist ja ein wenig Yo-Kai Watch Fan. Ah, wie weit habe ich das Spiel gespielt? Bis zum zweiten Arc. Und dann, oh, Toy mal nachgeguckt, oh, Toy gekauft. Und wieder auf jeden Fall für Fans und für Toysammler auf jeden Fall schön, kann halt viel. Besonderheit ist halt, dass man es updaten kann und ja, trotz allem Münze nicht in den Mund stecken, das passt zum Glück nicht in die Münder. Wie gesagt, auch wenn einige Münzen wieder glitzern und aussehen wie leckere Bonbons, nein. So, ich glaube, damit beende ich jetzt das Video. Ja, leider können wir euch nicht alle Types zeigen, weil ich habe nicht alle. Aus dem scheiß Display habe ich nicht alle gezogen. Aber du willst ja noch ein Display holen. Da kommt noch eins und weh, da sind wieder keine drin. Dann fehlt ja nur ein Type. Ja, ja, ja. Ich will mir ja trotz allem vielleicht doch nochmal diese Prototype nochmal holen.
Die eigentlich schlechtere Variante, aber die... Und hol doch lieber die Dreamwatch. Ja, die kostet 65, die Zero Shikishi wird hier für 20 hinterher geworfen. Ja, aber trotzdem, ich meine, dann hast du... Aber dann habe ich keine Lücke mehr. Dann habe ich die allererste, die zweite... Dann brauchst du aber auch noch die allerneueste. Ja, die kommt dann halt zum Schluss dann noch. Ja, was, wenn es danach noch eine gibt? Ne, da kommt noch die Yokai Watch Gun. Gun? Ja, dann machst du diese Dream Yokai Watch, die machst du ab und dann kommt sie in so eine Knarre rein. Okay, gut. Also ihr seht, es wird noch viel entwickelt, um Eltern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Mehr, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht. Gutes Video.